Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego DC Supervillains. Wir sind hier im Level mit Joker und Harley. Bist du nicht mal im Level? Ich wollte das Ganze gleich nochmal einsammeln, weil warum nicht? So, er ist hier. Und mit ihm soll ich das auch machen. Das heißt, wir müssen ja mal ziehen. Und jetzt? Ah, ist das hier was Neues? Ah, jetzt brauchen wir Harley wieder, ne? Okay, sie ist selber hochgekommen, perfekt. Ich dachte schon, ich müsste den ganzen Weg jetzt mal, weil ich mit ihr gerade runtergerutscht bin. Okay, da ist ein Roboter oder ein Clown drin? Roboter-Clown? Wer weiß. Okay, jetzt können wir da einen Quatsch hinbauen. So, machen wir auch. Bisschen Tuning. Nach unser Auswurfsystem ist das so. Jetzt die fabelhaften Halunken ein, die uns bei unserer Mission helfen werden. Volle Fahrt voran! Okay, wir sind jetzt in Gotham wieder. Aber Gotham ist weitaus kleiner, als wir es aus Lego Batman 2 kennen. Sieht jedenfalls so aus, auf den ersten Blick. Gut, da hatten wir auch viel mehr Fahrzeuge und alles. Gut. Du kannst nun das Flammenreif spielen. Drücke, um auf die Karte zu öffnen und dann Level aus. Okay. Okay, ja. Das ist. Na, ist ein bisschen kleiner auf jeden Fall. Aber nicht ganz so winzig, wie ich erst gedacht habe. Also, oder ist das hier schon Metropolis? Ich glaube, das hier ist Metropolis schon. Doch, da ist es definitiv kleiner. Also hier ist Arkham Asylum, denke ich mal. Hier ist der Rummel. Hier ist dann Gotham. Hier ist wahrscheinlich Wayne Manor. Hier ist dann Industriepark Gotham. Was haben wir hier? Gar keine Ahnung. Botanischen Garten oder sowas? Gar keine Ahnung. Flammenreif. Letzter Kampf. Ach, okay, das sind ja anscheinend als DLCs. Und wir haben der Frischling gemacht und gibt eine ganze Menge an Leveln hier. Ich würde aber einmal kurz den Part unterbrechen wollen. Gut, sonst hat die Uhr wieder gemeckert, dass ich aufstehen soll und das muss ich kurz unterbinden. Wir gucken erstmal, also irgendwie sieht das Hut unten links ziemlich schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen 52 Meter fahren anscheinend. Gibt es in der Overworld Sachen zu finden eigentlich? Gar keine Ahnung. Rückwärts haben beschleunigen Ausstand. Okay, verstehe ich. Habe ich irgendwie Nachrichten? Nee. Okay, es gibt Kartenpunkte, goldene Steine, Mission, Rennen, Denkmäler, Bossgegner. Okay, es gibt die Erde und es gibt Akropolis. Nee, Apokalypse. Was zur Herausforderung? Furchtbar Fledermäuse. Ein Schwarm Fledermäuse hat sich aus irgendeinem Grund auf Wayne Island niedergelassen. Finde sie und werde sie los. Wenn Master Bruce einen Fensterputzer hätte, würde es seine Pflanzen sicher besser. Okay, gut. Es gibt ganz viel Quatsch. Hier sind die Level und hier ist die Karte. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal hier weiter. Sieht aus, als wolltet ihr einen Zaubertrick sehen. Ach, gedrückt halt. Warte mal. Verwende den Radar in der Ecke des Bildschirms, um wichtige Orte zu untersuchen. Drücke, um die genaue Position des Stadtplans anzudrücken. Okay. Warum muss eigentlich alles voller Gott, ey, Smartphone-Scheiße sein. Gladiator. Okay, ich kann Flammenreif spielen, Aquaman-Film. Okay, das sind anscheinend die Filmdinger. Also ich kann die jetzt schließen. Ich wollte die eigentlich gar nicht löschen, ich wollte eigentlich nur ausmachen. So, wir gucken uns das mal hier um. Was haben wir hier Schönes?
Ich muss mit dem fahren. Ja, weg, Karl. Jetzt sollen wir hier hinfahren. Danke. Übrigens mache ich meine Stunts alle selbst. Sorry, Leute. Die Musen rufen. Signierte Autogrammkarten gibt's auf meiner Website. Ah, okay, wir müssen hier einsammeln. Ah, das okay. Ist also die Gig Economy. Ich brauche einen besseren Agenten. Alle ihr sind so freundlich. Was ist hier? Das ist, wie sagt man, ermüdend. Warum lassen Sie mich nicht mehr? Ah, okay, der sagt mir, wo auf der Karte Sachen sind. Gut zu wissen. Und die Karte ist halt echt winzig. So, wir fahren erstmal hier den Weg lang und machen erstmal die Mission weiter. Ich hatte angeboten, der? Oh, ich hatte gehofft. Meine Mitfahrgelegenheit ist hier. Ihr macht einfach weiter das. Oh, aber ich habe ein Rätsel für euch. Wer von euch wird zuerst müde und gibt auf? Hm? Dann wollen wir noch Scarecrow. Hey, Riddler! Du stehst doch auf Rätsel. Kennst du das neue Justice Syndicate? Ich habe gesehen, wie sie die alten Justice Loser verschwinden ließen. Hm. Was du nicht sagst, Harley. Warum sollten sie das tun? Weiß nicht. Aber sie führen was im Schilde. Ich habe alles auf meinem Handy aufgenommen, aber ich hab's verloren. Ich glaube, du bist selbst nicht mehr ganz da, Harley. Eine böse Justice League? Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Okay, können wir irgendwas drin machen oder ist es einfach nur ein bisschen Deko hier? Okay, hier ist anscheinend nichts Interessantes. Nachrichten löschen, ja. Ich weiß, dass ich so Level spielen kann, warum auch immer. Und die Veröffentlichung von The Lego Movie 2 Videogames feiern wurden 4 DC-Charaktere deiner Auswahl hinzugefügt. Halt Y gedrückt. Cool. Gehen wir hin, aber erstmal würde ich sagen, auf zu Scarecrow. Hier ist ein goldener Stein versteckt, weiter oben. Hm. Hier ist immer noch weiter oben. Hier sind wir jetzt bei Ace Chemicals wahrscheinlich. Gotham Ost, ja. Also ich weiß nicht, ob das hier Ace Chemicals ist, aber sieht aus wie Ace Chemicals. Hier ist noch ein Punkt, den würde ich gerne holen. Ich denke mal, wird es ein pro Map-Teil geben. Weil der eine ist ja schon abgehakt. Und kann ich einfach hinporten? Okay, hier ist auch was. Okay, da könnte ich einen Wegpunkt hin, da kann ich mich hin. Hier kann ich schnell rein. Dann würde ich sagen, fahren wir noch kurz zum. Na, ich habe unseren Wagen verloren. Das ist suboptimal, wenn ich ehrlich bin. Gib mal her, Freund. Ja, ist auch kein Stück Buggy, glaube ich. Was ist das? Alle ihr sind so freundlich. Das ist, wie sagt man, sieht für mich aus wie ein Gesprächsblasen. Wie soll ich hier reden mit euch? Okay, wenn ich das mache, dann kriege ich ein Wanted Level. Was ist hier drin? Ja, ja, dann zerstöre ich ihre wertvolle Pflanze. Jetzt, wer bist du? Du siehst nicht sehr beschäftigt aus. Lust auf etwas Spaß? Ich will Poison Ivy einen kleinen Streich spielen. Ich möchte ihre Lieblingspflanze zerstören und ihr zeigen, wer hier das Sagen hat.
Okay. Komm, ja. Gehen wir zu Ivys Treibhaus. Es ist weit weg. Ich habe mir ehrlich gar keine Lust dazu. Ich dachte mir einfach die Quest dann an, aber ne. Kann ja eigentlich so weit weg. Okay, ich glaube, es ist hier vorne schon, oder? Ne, das sieht aus wie eine Kirche. Mal gucken, wo er hin ist. Der Jackpot ist schon. Ich glaube, mein Auflösung ist gerade richtig schlecht, oder? Weil das ist halt extrem riesig. Ja, eigentlich wollte ich das auf einer ganz anderen Auflösung haben. Deshalb ist doch, sieht doch alles so scheiße aus, weil es einfach extrem runtergestellt ist. Dann nehmen wir das hier. Und okay, und hoffen, dass es nicht auf einem anderen Bildschirm wieder rüberflitzt. Bisher nicht. Sieht doch gleich besser aus. Das ist ja immer nicht optimal, weil es immer noch ziemlich winzig ist, aber besser als vorher. Okay, wir folgen immer noch. Und es ist echt flüssig. Es läuft mit 144 FPS, aber halt mit 120. Jetzt war es gerade 140. Also sieht auf jeden Fall sehr flüssig aus. Sind die jetzt von der Quest hier oder kommen die einfach random und hauen auf die Fresse und er hilft mir, wenn er gerade dafür Zeit findet? Hier ist der botanische Garten. Ja, geschafft! Jetzt musst du die Pflanze zerstören. Okay, kriege ich hin. Hoffe ich. Oh je, da kommen die schweren Geschütze. Sie muss diese Pflanze echt lieben. Fantastisch. Das wird Ivy zeigen, dass mit mir, Count Vertigo, dem Zentrum des stürmischen Ozeans, nicht zu spaßen ist. Wer auch immer du bist. Du kannst gehen. Ich brauche dich nicht mehr und werde dich aus meinem Einfluss entlassen. Danke, danke. Ich nehme das an. Im Namen aller Batman-Gegner auf der Welt. Hey, Harley, ich hab's geschafft. Okay. Eigentlich wollte ich das gar nicht machen, aber jetzt sind wir hier beim Botanischen Garten. Eigentlich möchte ich ja nämlich hier hin. Okay, mein Marker ist jetzt der da drüben, ne? Haben wir Count Vertigo jetzt einfach freigeschaltet? Oder müssen wir es noch kaufen? Oder wie ist das hier? Ich würde mal tippen, dass da unten ein Rennen mit dem Boot ist, weil da halt ein Boot steht und das sieht aus, als würde da ein Rennen gestartet werden oder sowas. Ich würde gerne mit dem Boot fahren. Gucken, was passiert. Dann nehmen wir das für zum Boot hin. Ja, weiß ich nicht, ob ich das dann machen möchte. Hier sind die Riddler-Freunde. Ich glaube, hier sind wir hergekommen, ne? Von hier oben. Ich finde es irgendwie komisch, dass das Spiel Grafikoptionen hat, die es hier im Spiel anbietet, aber im Menü nicht. Weil ich würde gerne im Menü auswählen, welchen Bildschirm ich benutze und auch welche Framerate ich nehme. Eigentlich brauche ich auch kein hier vertikale Synchronisation benutzen, weil mein Monitor das kann. Hat ja AMD FreeSync. Ich glaube AMD FreeSync heißt nicht. Ich glaube, es ist nur noch FreeSync. Ja, da war es gerade kurz ein bisschen laggy. Okay, muss ich einfach reinlaufen und dann. Weil das soll wie neu, oder? Also wir kamen doch vor aus dem anderen Bereich. Okay, hier gibt es einiges zu tun. Ich habe keine Ahnung, was da alles ist. Also als Cheatcode-Terminals kenne ich. Okay, hier so irgendwo ein. Der gibt. Ordnungswidrigkeiten. Eine von fünf.
Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Also das werde ich nicht benutzen. Ich sehe es halt null. Muss ich jetzt einfach 5 Babys in Lolli klauen? Okay, kann ich Sachen kaufen. Oder bauen? Weiß ich nicht genau. Dafür habe ich ja keine goldenen Steine, das war nicht genug. Ja, dafür bräuchte ich ja gerade 10, meine ich, und ich habe 2. Aber es gibt ja auch eine ganze Menge Level noch, die... Da kriegt man wahrscheinlich auch eine ganze Menge schon durch. Also langsam reicht es mal hochlaufen. Ich dachte, das Ding ist nicht so hoch. Aber wenn wir oben sind, können wir gucken, was da ist. Wahrscheinlich ist da einfach nur Schmutz und absolut nicht relevant, oder? Okay. Das ist sehr ernüchternd, aber vielleicht kriege ich hierdurch ein, eine Herausforderung. Bist du auch gar nicht langsam oder so? Na, mal gucken, was gleich rauskommt. Okay, es war sehr ernüchternd. Was machst du denn? Brutale Beißerchen. Wir müssen mal 10 Stück verprügeln. Okay. Alles mit dem Handy. Ich finde es einerseits ganz cool, aber andererseits weiß ich nicht, ob jedes Spiel so ein vollwertiges Smartphone braucht. Also vor allem dieses Selfie-Modus. Also ich verstehe Kameramodi schon irgendwie nicht so richtig, weil es ist einfach nichts für mich. Ich bin irgendwie nicht so kreativ. Aber dann irgendwie Selfie-Modus auch noch. Warum? Vielleicht bin ich dafür mittlerweile einfach zu alt. So. Gehen wir hier hoch und gucken uns erstmal diesen Vergnügungspark hier an. Also die ganzen goldenen Steine sind immer irgendwie über mir. Ja, okay, was mache ich hier jetzt? Muss ich hier aber fahren? Okay. Das ist die aktiv aktuell. Kamera ändern, okay. Ist das relevant, dass ich das mache, oder ist es auch einfach nur so, hey, du kannst es machen? Aber es bringt dir nichts. Wir machen es einmal und gucken uns das an. Ich glaube, in dem... Ah ja. Also im Freizeitpark in Lego Batman 2 haben wir auch relativ viel Zeit verbracht. Ich weiß nicht, wie das hier ist, ob wir hier viel machen müssen. Weil meine Katze nicht weggejietet hat. Okay. Sehr witzig, Leute. Ich verstehe gerade nicht so wirklich, was ich hier tue. Was gibt's, Chef? Ja, frage mich auch, was es gibt. Fragezeichen. Aber ich kann die drücken. Irgendwas funktioniert nicht so ganz. Also irgendwas wahrscheinlich deaktiv oder so. Also die Dinger respawnen nicht. Das heißt, ich habe schon mal... Ach, hier ist noch... Hier haben wir mal. Habe ich das fertig oder so? Ordnungswidrigkeiten. Okay, das ist auch eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, ich soll wahrscheinlich hier 5 Stück machen. Und nicht nur 5 allgemein. Da war ich gerade.
Ich finde es ein bisschen schade, dass mir die Wege auf der Karte nicht angezeigt werden. Das würde mir ein bisschen helfen mit der Orientierung. Pass ist eigentlich vorbei, aber ich würde gerne nochmal hier oben gucken, was hier Schönes gibt. Eine Umdrehung machen wir hiermit mal. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwas bringt. Nö. Schade. Oder ist hier noch irgendwas? Amüsiermeile, ja. So sieht es hier auch aus. Und mit Y gedrückt hat, sollten wir eigentlich den Charakter wechseln können, aber das geht noch nicht. Okay, auch unbefriedigend, dass hier nichts passiert. Okay, das kann ich einfach nur benutzen, um Geld zu farmen anscheinend. Schleiche ich da hinten hinter der Wand schon kaputt oder so? Okay. Ja, endlich! Dafür habe ich Ewigkeiten angestanden. Du hast doch nicht die geringste Chance. Ich bin der Beste im Autoscooter. Der Beste! Ich glaube, du träumst, du bist nie im Leben besser als ich. Ich werde dich niederbügeln! Hey, verzieht euch, ihr Raudis! Ihr habt hier nichts zu suchen. Okay, das kann ich kaputt machen. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also ich hätte gedacht, kann ich mit dem Joker Strom reingeben, aber wir haben anscheinend keinen Strom mit dem Joker mehr. Hatten wir in den alten Lego Batman Teilen. Aber gut. Ich will schon wissen, was sie machen. Macht eine Fliege! Wir wollen hier Autoscooter fahren! Das ist mir egal. Also das hilft mir nicht. Ich tippe auf, dass ich irgendwas hiermit machen soll. Oder kann ich die hier mitnehmen und irgendwas tun? Nee, ich denke mal, da muss ich irgendwas mit dem Strom da hinten anmachen, dann passiert irgendwas. Aber keine Ahnung. Ich würde erst mal sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, ich fahre heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.